Der Zeh ist immer noch kaputt, aber so kurz vor sechs, obwohl heute nichts Besonderes. Deswegen mache ich nochmal das Licht aus. Und da ist ja nichts Besonderes. Man kann trotzdem wach werden und mal gucken, ob es schneit. Weil man ja heute vielleicht nochmal aus dem Haus gehen will. Vielleicht, aber nur vielleicht, habe ich zu meiner Frau. Die schläft noch, deswegen ein bisschen leiser. Hier ist sie nicht. Das macht sie manchmal. Da liegt ja die Wäsche drin, zwei verschiedene Portionen, so sieht es bei mir aus. Man könnte auch Kleider recyceln, verschenken. Das wäre natürlich, wenn einer anruft, ist einer gestorben. Was würden deine Erben tun? Erstmal aufräumen. Das ist die Frage, die kenne ich gut, was soll ich tun? Das Haus ist voller Müll. Dann habe ich ist noch ein Tresor da. Also ein Tresor, nicht wegen Goldbarren, das habe ich gleich schon erzählt, sondern ein Tresor, weil da gibt es kein richtiges Recycling. Also ein Tresor-Recycling ist sehr teuer. Ne? Und dann kann man sagen, haben Sie schon unseren digitalen Auftritt vernommen? Wissen Sie schon Bescheid? Oder muss ich ganz von vorne anfangen? Und dann habe ich gesagt, was wir abholen und was das kostet. Ne? Wir sind in dem Fall. Sieht man das hier? Ist nicht hell genug. Warte mal, hier ist ein bisschen heller. Hier steht das Gerät, wo ich drauf drücke, jeden Morgen, damit der nicht blärt. Der wird blären, würdest du Tränen vergießen. Sehen Sie mal, Merry Christmas everywhere. Habe ja heute Morgen ein bisschen Englisch gesprochen, weil nicht spaßeshalber war das Erste, was mir eingefallen ist, wo ich da lag, da habe ich Englisch gesprochen. Ich wusste ja nicht, wer da sich befindet, wo ich lag. Und Englisch versteht ja jeder. Do you speak English? No, sir. Do you speak German? Yes, a little bit. Do you speak Swabian or Padenya? Padenya, ne? Germania oder Padenya? Padenya, Germania, so hieß ja mal die Planung für eine große Stadt. Jetzt bin ich da mal ein bisschen politisch. In der Nähe von Berlin sollte eine große Stadt entstehen, die Germania heißen sollte. Und im Orient hatte ja der Adolf auch Fans und auf dem Balkan. Und ich habe mich auch trotzdem gefreut, dass Bosnien-Herzegowina jetzt als Beitrittskandidaten sein oder genannt werden wollen. Mazedonien gibt es zweimal. Dann gibt es Montenegro. Da war ein Freund von mir her, der ja jetzt auch schon so 80 etwa ist. Und Albanien, da kenne ich viele Albaner. Die Albaner kenne ich auch gut. Die Albaner. UÇK. Und wir hatten ja in Europa so lange keinen Krieg. So werden ja viele Reden gehalten im Deutschen Bundestag. Das ist ja falsch. Also ich widerspreche, wenn einer auf Kosovo zu sprechen käme im Deutschen Bundestag, keine Ahnung, der hat keinerlei Geschichtskenntnisse im Zusammenhang mit der Frage, ob man jetzt Waffen in die Ukraine liefern sollte und welche Waffen, Drohnen. Drohnen ist am besten, weil die Amerikaner haben ja mal, nee, ein Österreicher war das. Jetzt kommt doch noch ein Witz zum Ende. Ein Österreicher hat ja mal den Bin Laden erschossen. Der war ja ökologisch sehr weit, der Bin Laden, der fuhr nämlich mit der Taliban. Deswegen war er ökologisch aufgeklärt, aber ein Österreicher hat ihn trotzdem erschossen. Warum hat der Österreicher den erschossen? Weiß ich auch nicht. Aber anschließend war der Fernseher kaputt, so wie jetzt. Kein Bild. Ne? Was ist das da? Sieht man das schon? Ist ein bisschen dunkel. Ne? Da wird es langsam hell. Hier ist, das habe ich gestern schon mal, 4 Minuten. Es genügt eigentlich. Ich will noch ein bisschen ruhen. Heute entscheidet sich, wie das auf der Gas aussieht. Gestern bin ich ja nochmal raus nachts. Das war gesund, weil Bewegung ist auch wichtig und man wusste Bescheid. Where do you go? Ne? Where do you go? Follow the river. Da, 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 da. Das war das Musical Hair, das habe ich mal gesungen und daheim war die Bude voll, weil daheim haben sie meinen Volljährigen gefeiert, meinen 18. und da habe ich Hair gesungen. In einem geeigneten Raum mit geeigneten Verstärkern und ich war der Solist, aber auch in einem Eunuchenchor. Du, 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 du. Habe ich damals schon gesungen, das war in den 80er Jahren in so einem Eunuchenchor. Die Eunuchen, die fluchen. So heißt es ja wörtlich, die Eunuchen fluchen und so war es nicht. Ja, ich rede noch ein bisschen, ich bin jetzt nicht richtig müde.
Und noch eine Mütze Schlaf, bis es mal langsam hell wird. Trusse heißt ja auf Schwäbisch, Trusse. Trusse, auf der Gas. Und ich habe mal so ein Internetradio, was da quakt im Hintergrund, angeschalten. Bei mir laufen 10 Geräte über WLAN. Und wenn WLAN nicht geht, Alexa, Licht an. Also das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Schülerinnen und Schüler. Ich habe gestern noch erzählt von einem Klavierschüler, 1984 hatte ich mal 2 Klavierschüler. Das war ganz lustig, weil ich war in der Phase, wo ich mich eigentlich ein bisschen erholen wollte. Im Studium war das mitten im Physikstudium. Und bevor eben dann es weitergeht in Richtung Diplomarbeit. Und die beiden Klavierschüler, die kannte ich vom Gesangverein mit X, Gesangverein. Und ich möchte die jetzt hier nicht outen. Ich weiß nicht, ob die mich hier noch kennen. Und die Familienverhältnisse kannte ich. Also ich weiß auch den Namen, aber das sage ich ja nicht. Also weil das würde dazu führen, dass man denkt, oh, was ist mit dem los? Jetzt spinnt er wieder mal. Also deswegen lasse ich das weg. Und mir hat damals leid getan, wo ich da als meine Läufe gemacht habe, quer durch den Wald und bin dabei Rehe und so vorbeigekommen. Da hatte ich dann tatsächlich auch dieses Jogging, den Jogging-Wahn fast. Nee, Jogging-Wahn nicht, aber ich bin gerne gejoggt oder hatte sogar relativ gute Schuhe. Jetzt mache ich noch ein bisschen länger. Das ist eine Story, die kennt eigentlich noch niemand. Noch gar niemand kennt die Story. Die war, ist aber eine wahre Begebenheit, weil den Vater kannte ich. Das war, der Name lasse ich weg, sonst kriege ich Ärger. Aber der war schwer alkoholkrank. Und den kannte ich, weil diese Person, also das kann ich sagen, in der alten Sonne, in Grünwettersbach, wer die Kneipe noch kennt, da war ich im Alter von, halt, jetzt kommen Nachrichten, später mehr, tschüss, und die Tochter kann ich auch, und tschüss.